wenn wir in ein Narrativ kämen von Menschen, die wirklich noch Kontrolle über uns haben. Nehmen wir mal an, die These, die ich die ganze Zeit verfolge, würde unstimmig sein. Mhm. Insoweit, dass es an der obersten Pyramidenspitze immer noch hat sich nichts verändert. Fädenzieher sind, genau, und einen so perfiden Plan haben, den wir gar nicht nachvollziehen können. Setzen wir das einfach mal so in den Raum. Hochgradig intelligente, spirituell, ineinander geistig, verschachtelt, mehrere Züge vorausgesehen und so weiter, die man sich nicht mehr... Ja, was ich sagen wollte, ist spirituell, geistig, hochentwickelte, kreative Denker. Ja. Die also so einen perfiden Plan haben, der schon über lange Zeit geht, der uns also auch jetzt in ein Narrativ führt, wo selbst wir, die wir glauben, schon ein bisschen Verständnis zu haben, voll in die Falle tappen. Ja, dann müsste an irgendeiner Stelle etwas Gutes zu uns zurückkommen, damit wir sagen, ah, jetzt kommt die Erlösung. Als Teil des perfiden Plans, meinst genau du? Genau. Ja, okay, ja, ja. Weil wenn es immer nur schlimmer und konfuser und schlechter wird, na klar, dann wo willst du ankommen? Bei einer Zerstörungsquote, wo Menschen nachher zu 99% wach geworden sind? Und sagen, ihr macht ja nur noch Schwachsinn, das eine passt nicht mehr mit dem anderen zusammen. Das sehen wir doch. Im Moment sehen wir doch die widersprüchlichen Aussagen. Ich habe gerade so eine Zusammenfassung mal gepostet bei mir auf Facebook. Hast du wahrscheinlich auch gesehen von Bild. Ich kenne die ja auch, Twitter auch, ja, ja, die verschiedenen Schlagzeilen. Allein ja, nur das in den letzten Wochen und Monaten. Die ganzen Widersprüche, die sich da von Aussagen von Politikern ergeben haben, sollten ja Menschen wach machen, zu begreifen, dass einfach endlose Widersprüche da sind. So, was stimmt denn nun nach dem Motto? Ja? So ist es. Bis hin zu den Geschichten, dass es heißt, okay, ein 2G, 3G, 5G, was auch immer G, und du musst noch so und so viel mal gespritzt werden und dann kontinuierlich und vielleicht dein ganzes Leben lang. Ja? So, wie viele Menschen würden das mitmachen, sich das ganze Leben lang impfen zu lassen, im Höchstfalle? Ja? Man muss also einen Menschen dann so tief schon in seinen geistigen Fähigkeiten beschränkt haben, dass er einfach sagt, ja, okay, ist mir egal, ich lasse mich dreimal, fünfmal, sechsmal im Monat, im Jahr oder was auch immer, alles, was die da sagen, wird gemacht. Dann bist du im Prinzip nur noch dazu da, Ja zu sagen und zu machen, was man dir sagt. Das ist so. Im Extremfall würde es, da würde es hinlaufen. Es muss also einen Punkt geben, man muss an einer Stelle ankommen, wo die Sache so kippt, dass man uns jemand präsentiert, jemand oder ein Konzept, wie auch immer, was ins Positive führt, aus dieser Misere raus, um dich dann in ein positiv scheinbar neues System zu führen, das wo hat du eine sagst, Logik, ja, hier ist es schön. Da will ich hin. Genau. Weil da hast du vollkommen recht. Ja? Es gibt keine Hoffnung, es wird nichts Positives vermeldet. Es heißt immer nur weiter, weiter, weiter. Es wird wieder strenger, da kommen wir noch dazu. Ja? So, wenn man jetzt mal im alternativen Bereich forscht, Jahrzehnte auch zurück, dann war immer ein Narrativ da, dass eine neue Weltordnung kommen wird, die uns aber versklavt. Und es war immer offensichtlich, weil du kriegst einen Chip implantiert, du kriegst das. Alles Dinge, die man eigentlich als normaler Denkender gar nicht haben möchte. Genau. Das glaube ich nicht, dass es auf dieser Basis funktionieren könnte. Weil dann musst du Menschen an einem Punkt haben, wo sie das als schön empfinden. Mhm. Du musst ihnen das so verkaufen, dass sie sagen, ah, ist ja toll, einen Chip in der Hand zu haben. Kann ich die Tür aufmachen, brauche keinen Schlüssel mehr. Ich brauche nicht mehr meine Karte ziehen. Auto, meine, alles. Visa-Karte. Ich habe vielleicht nachher sogar so ein Ding in meinem Kopf oben, ja, ein Gehirn drin. Kann ich Netflix einschalten, ja. Ich kann Netflix sehen, wenn ich die Augen zumache. Ja. Oder bin in einer dreidimensionalen Computerwelt. Virtuellen Welt, genau. So animiert ist, dass ich denke, ich bin da. Ja, also Science Fiction, aber gar nicht so weit weg. Ja. Du musst das aber einem Menschen verkaufen, dass er es will. Du kannst Menschen in eine Situation bringen, wo es ihnen immer schlechter geht. Dann wollen sie da raus. Ist doch klar, die wollen doch nicht drinbleiben. Du kannst sie nicht kontinuierlich weiter beschränken und weiter und weiter und weiter, wenn du ihnen nicht ein Leckerli anbietest, was groß genug ist, dass sie das respektieren und akzeptieren.
ein bisschen Kauf nehmen oder sagen, ja gut, dafür ist es okay, ja, irgendwie ja. so. Ja. Du kannst eine gewisse Gruppe von Menschen lange in einem Schafmodus halten. Eine gewisse Gruppe, aber einen ganzen Planeten, unterschiedliche Kulturen, kriegst du nicht hin. Gutes Argument, kann ich mitgehen, weil ich wollte gerade noch sagen, natürlich, das hast du jetzt selber gerade gesagt, gibt es diese Leute, die das toll finden oder toll finden würden? Ja, ja, Moment, nicht falsch verstehen an der Stelle. Es toll zu finden einerseits, ja, weiß ich nicht, wie viele es gibt, ist auch gar nicht der entscheidende Punkt. Aber es toll zu finden, hingezwungen zu werden, das gibt's nicht. Und das sehe ich auch nicht. So, das heißt also, es müsste so sein, dass man dann, wenn ich dieser Idee jetzt weiter mal folgen möchte, dann würde ich sagen, dann müssen sie uns weiter in eine negative Situation führen, weltweit, um dann mit den erlösenden Konzept zu kommen. Und am besten, wenn sie nicht mehr die gleichen Protagonisten an der Stelle haben, sondern die abgelöst werden. Diese Protagonisten müssen abgelöst werden durch neue, die dann scheinbar von denen kommen, die uns Gutes tun. Wie die auch aussehen, die uns Gutes tun, ob sie aus dem Volk kommen, sich auf einmal offenbaren. Ich gebe mal jetzt so ein simples Beispiel, was im Narrativ mal unterwegs war, ja, Michael Schumacher kommt dann auf einmal und fängt an, Geschichten zu erzählen von denen und dass er mit dem befreundet ist und dass er aus dem und dem Grunde nicht mehr in der Welt zu sehen war. Und dann kommt auf einmal einer aus der Kennedy-Familie und der ist der Freund von Trump. Und dann kommt der von hier und Putin, sein Neffe, ist dann auch wieder... Trump ist der Sohn von General Patton. Also was auch immer, ja. Ja. Gar nicht so detailliert jetzt, weil ich will mal das Narrativ einfach mal weiter spinnen. Ja, ich sage nicht, dass es so ist. Ja. Ich sage, dass das die Logik ist, die ich folgen kann, der ich folgen kann, wenn ich sage, dass das Sinn machen soll, was jetzt geschieht. Dann macht das Sinn. Verstehst du? Aber der ist nicht abzusehen. Das ist die Frage, die muss man sich jetzt stellen. An der Stelle bin ich ja noch nicht. Ich versuche ja nur mal ein Resümee zu ziehen in dem, was hier geschieht. Und wenn wir das jetzt mal verfolgen und sagen, okay, jetzt haben wir also eine Situation, wo dieser Irrsinn geschieht und wo man den Menschen immer mehr einschränkt und ihnen auch zeigt, dass er belogen wird. Wir, der Teil, die schon wacher sind, die erkennen ja die Lüge. Menschen, die die Lüge noch nicht erkennen, fangen aber an, die Lüge zu erkennen. Und umso weiter du in dieses Narrativ gedrückt wirst, durch die Maßnahmen, die man den Menschen auferlegt, umso mehr erkennen sie doch die Lüge. Ein Weltwirtschaftssystem, was man dir über Jahrzehnte verkauft als das Nullplusultra, ja, immer mehr Umsatz, immer mehr, Wachstum, immer mehr. Wachstum, ja. Und dann siehst du, dass das der komplette Widerspruch ist, in dem, dass man auf dieser Welt vernünftig existieren kann. Und dann siehst du, dass Handelsketten scheinbar zusammenbrechen und uns vielleicht in einen Lockdown führen, der über die Handelskette kommt, weil wir nichts mehr zu essen haben. Wenn die Geschäfte zu sind, weil sie nichts mehr zu verkaufen haben. Ja. So, wenn das der Fall wäre, und das tun sie ja im Moment, zumindest in Nuancen schon, in dem Mainstream weiter zu verbreiten. Bis hin zu einem Blackout der Energie. Das heißt, auch die gesamte Energieversorgung steht auf wackeligen Beinen, erklärt man uns. Spricht aber komplett gegen das Narrativ, was man uns verkauft hat, dass es gut ist, dass wir dieses Netz haben, so wie es ist. Dass man auf Nord Stream verzichten soll. Dass man kein Gas von Putin nehmen soll. Dass man all diese Dinge nicht machen soll. Es widerspricht sich doch alles. Wir, die wir schon wacher sind, erkennen praktisch den Widerspruch und die Lüge, die Illusion. Aber wenn jetzt das auch noch eintreten sollte in einem gewissen Maß, dann führst du doch wieder eine nächste Stufe der Möglichkeit, dass Menschen wach werden. Gebe ich dir vollkommen recht, ja. So, darauf will ich hinaus. Das sich vorzustellen und zu sagen, okay, dann macht das alles Sinn. Dann würde es heißen, dass die uns hier im Moment scheinbar von außen kontrollieren, ja, also die wir noch sehen, dass die geopfert werden. Die werden zu einem Zeitpunkt X geopfert. Ob es jetzt ein Söder ist, der sich nach vorne stellt
nachdem Shave General so und so bei ihm war, ob dieser General tatsächlich direkten Einfluss hatte auf das, was jetzt geschehen ist, ein paar Tage später, weiß ich nicht, wissen wir beide nicht. Aber es ist wahrscheinlicher, dass es in irgendeinem Zusammenhang steht, als dass man sagt, die haben sich getroffen und das steht in keinem Zusammenhang. Mhm. Es ist nur eine Frage der Logik. Ja? Wenn so eine Menschen miteinander in Kontakt kommen, solche Personen, und kurze Zeit später werden Maßnahmen ergriffen von einer der Personen, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher tendiert dahin, dass es miteinander zu tun hat. Vielleicht ganz kurz für die Zuschauer, weil das vielleicht nicht jeder weiß. Okay. Söder hat vor drei Wochen, gab es einen Staatsakt, Bayerische Staatskanzlei oder wo das war, mit auch, wo der Amerikaner, der Chef, der Kommandeur da war. Es ging da irgendwie 75 Jahre Zusammenarbeit irgendwie so mit den Amerikanern oder mit den Alliierten generell. Bemerkenswert war, dass da diese Chef-Fahne zu sehen war, also mit anderen Worten im Fernsehen, wenn man so will, ja. Wurde ja auch groß übertragen und gezeigt. Und also mit anderen Worten, wenn man es jetzt mal ganz einfach sich vorstellt, ja, nur für mich, vielleicht auch für den einen oder anderen Zuschauer, jetzt mal, so wird es nicht gewesen sein, aber da sagt der Amerikaner zum Söder, Söder, jetzt pass mal auf, du machst das Folgendes. Ja, du machst jetzt den Krisenfall oder Katastrophenfall, der schon in Richtung Kriegsrecht geht, das ist es noch nicht, aber die Kompetenzen werden da extrem erweitert und wird jedes demokratische, was so eigentlich auch nur noch für die Kulisse vorher schon war, aber jetzt wird es offiziell sozusagen abgeschaltet. Söder kann jederzeit alleine entscheiden, wir machen ja alles dicht. Ja, weitreichender als vorher. Das ist eigentlich das Weitreichendste überhaupt, so eine Kompetenz zu bekommen, ja, oder sich zu nehmen, wie auch immer. Und der Amerikaner sagt es zum Söder, Chef sagt es zum Söder, damit es noch weiter runtergedrückt wird, die Leute, damit die Leute noch weniger Hoffnung haben und noch mehr aufwachen. Also ich sage, ich breche es jetzt mal ganz runter. Ja. Rein theoretisch. Könnte es sein. Könnte es sein. Und es ist sehr wahrscheinlich so, dass wenn diese beiden Menschen aufeinandertreffen, dass nur einer die Befehlsgewalt hat. Richtig. Sehr gut. Nämlich nicht Söder. Kann ich dir nicht widersprechen, ja? Richtig, natürlich. So. Das ist nicht Augenhöhe, ja? Also, genau. Das ist ein Unterschied. Wenn der da ist, dann hat er dem zu folgen. Richtig. Darum sage ich nochmal, die Wahrscheinlichkeit tendiert dorthin. Also, der zeitliche Zusammenhang ist schon. Genau. Wissen haben wir deswegen trotzdem noch nicht. Ich kann nicht behaupten, dass es so ist. Aber wenn wir jetzt die Sache weiter verfolgen, und das können wir ja eben nur, wir können nur die Sache weiter verfolgen. Im Nachgang quasi, ja. Wir können dann sehen, was passiert. Schau mal, ein Großteil der Menschen, dazu habe ich auch gehört, haben gedacht, als diese Corona-Geschichte angefangen hat, nach ein paar Wochen, Monaten, nachdem ich glaubte, verstanden zu haben, was da geschieht, habe ich gesagt, kann nicht lange dauern. Das lassen sich die Menschen nicht lange gefallen. Die Flatten the Curve, 2 Wochen. Das werden die doch mitbekommen, dass hier ein Hucks läuft. Irrtum. Klarer Irrtum. Du siehst, ein Großteil der Menschen sind voll drauf reingefallen und glauben teilweise immer noch daran. So, also siehst du doch, dass so ein Plan von denen, die uns schon lange kontrollieren, für die sind doch 2 Jahre gar nichts. Für die sind 20 Jahre nichts. 30 Jahre nichts. Weil das über Generationen weitergeführt wird. Ja? Das sind Visionen, die die haben, auf die sie hinarbeiten. Und sie haben auch eine gewisse Flexibilität. Wenn du intelligent bist, hast du auch Flexibilität. Und wenn du als Mensch glaubst, schlauer zu sein als die, dann läufst du Gefahr, dich selber zu weit aus dem Fenster zu hängen und dann zu erkennen, dass du doch nicht so clever warst. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass man deswegen selber dumm ist. Aber man muss verstehen, dass diese Menschen hochgradig intelligent und spirituell sind. Nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. So wie eben hochkriminell intelligente Dinge umsetzen können, die sich ein normaler Sterblicher gar nicht vorstellen kann. Gar nicht ausdenken kann, genau. So ist das.
Und das ist aber nicht erst seit gestern so, sondern schon lange so. Also meine These, die ich ja nach wie vor immer noch für mich als glaubhaft sehe, für mich, und ich erkläre auch gleich nochmal warum, im Verhältnis zu der These, die ich jetzt gerade mal als Alternative dargestellt habe. Ja? Wir sehen, dass Menschen kontrollierbar sind und waren, und wir erkennen es auch an uns selbst, dass wir kontrollierbar sind. Wie weit wir kontrollierbar sind, können wir immer nur erkennen durch unsere eigene Bewusstheit. Mhm. Und umso demütiger wir werden, umso weniger wir unser Ego nach vorne stellen und uns immer gleich präsentieren als derjenige, der das in der Hand hat, der das kontrolliert, umso besser wird es für uns zu verstehen, dass wir eben nicht mehr kontrollierbar sein werden, wenn wir zurücktreten und uns mit der Sache befassen und entspannter in die Dinge reinschauen und langsam wieder Souveränität erfahren, die man uns ja über lange Zeit genommen hat. Da will ich nochmal darauf hinweisen, weil das ist der entscheidende Fakt auch, für mich aus der ganzen Misere rauszukommen. Weil keiner von uns, ich kann nicht behaupten, dass meine These, die ich gleich nochmal untermauern werde, der absoluten Wahrheit entspricht. Kann ich nicht, weil ich nicht der absoluten Wahrheit mächtig bin. Ich kann nicht etwas behaupten, von dem ich sage, es ist die absolute Wahrheit, wenn ich nicht in meinem tiefsten Inneren mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dass ich sage, ja, ich weiß es. Mhm. Und nicht, ja, ich weiß es, weil ich habe einfach ein Gefühl, ein Bauchgefühl, also muss es so sein. Mhm. Das kann richtig sein. Das kannst du so nicht bringen, ist richtig. Ja, und das kann mich genauso auch täuschen, mein Bauchgefühl. Man kann aber lernen, mit dem Bauchgefühl immer mehr zu arbeiten und dann zu sehen, anhand von Dingen, die man erfährt, dass man immer mehr merkt, ah, mein Bauchgefühl täuscht mich immer weniger. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es mich nicht auch wieder an einer Stelle täuschen kann. Aber du wirst praktisch souveräner. Trainiert. So wie du im Fitnessstudio trainieren kannst, wie jeder Sportler seine Sportart trainieren kann und besser werden kann, so kannst du deine Souveränität trainieren. Das sind alles Dinge, die ich auch zum Beispiel in Illusionsspielzeug der Wahrheit für mich komprimiert habe, in den Gedanken, als ich das geschrieben habe. Und wo ich auch den Titel im Nachhinein erst in meinen Kopf hatte und gar nicht wusste, wo der herkommt. Weil erst habe ich den Zusammenhang gar nicht verstanden. Und dann habe ich verstanden, Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Was sagt denn das eigentlich? Die Wahrheit kann nur der Spieler sein. Mhm. Die Illusion kann nie der Spieler sein. Sondern nur das Spielzeug. So ist es. Materie ist Spielzeug des Geistes. Die Materie kann nicht von sich aus spielen. Sie kann nicht das Leben erfinden. Die Materie bringt kein Leben hervor. Der Geist bringt Leben hervor. Die Hierarchie ist immer Geist, Energie, Materie. Das nur mal am Rande, dass man sich das auch wieder bewusst macht. Und das, was wir hier sehen, ist ein Schauspiel. Wir haben also zwei Spieler, wenn du jetzt mal Marionettenspieler nimmst, die uns manipulieren. Die einen sind die, die uns in der Materie festhalten wollen. Und da ist es egal, ob du in der Materie an den Glauben der dreidimensionalen erzeugten Welten, Space-Welten, dich gefangen nehmen lässt, ja, weil du da die tollsten Sachen machen kannst und dich dadurch auch wieder von der Spiritualität deiner Souveränität entfernst. Und dann in der Welt gefangen bist, damit sind die auch zufrieden. Ja, ja, reicht ja schon, ja. Sie sagen, ja, Hauptsache der bleibt da. Hauptsache er wird nicht in dieser Welt wach und will da raus und findet dann doch wieder zu den Spielern, die uns hochziehen wollen. Aber nicht mit den gleichen Mitteln der Angst und des Drucks und der Variante, dich unter Zwang zu setzen, oder dir Dinge vorzuspielen mit Illusionen, sondern die versuchen dir die Wahrheit zu vermitteln. Denn wenn du die Wahrheit vermittelt bekommst, dann wirst du wieder zum Spieler. Weil du mit der Wahrheit eins wirst und erkennst die Illusion. Dann können die, die mit der Illusion spielen, dich nicht mehr kontrollieren.
ist in sich für mich logisch, ja. Ja, das lass es wirken. Ja, wirklich, ja. Lass es wirken. So, jetzt zurück zur These. Mhm. Zurück zur These, dass ich gesagt habe, oder lass uns vielleicht mal an der Stelle noch mal ein Resümee ziehen, auch aus deiner Betrachtungsweise, von dem, was ich jetzt gesagt habe. Wenn ich das richtig verstehe, würdest du mir insoweit zustimmen, dass es für dich Sinn macht, wenn man jetzt den ganzen Irrsinn aus der Perspektive betrachtet, dass man sagt, okay, da sind vielleicht noch die, die uns wirklich kontrollieren. Mhm. Nichts und, Gutes wollen, ja. Mhm, und für uns. Die jetzt sagen, okay, jetzt lassen wir mal unsere Protagonisten da draußen den ganzen Dreck weitermachen. Und ab einem Punkt X, ja, den wird man dann sehen, wann der beste Punkt ist. Dann hat man ja die Zeit abzuwarten. Schaltest du um. Dann werden die geopfert. Mhm. Waren die Bösen, ja. Und du stellst neue hin. Und dann wäre das dann fürs Publikum das positive Zeichen. Genau. Genau das würde aber auch passieren, wenn meine These stimmt. Ja. Denn wenn meine These stimmt, sind diese Spieler schon nicht mehr am Start. Ja. Sondern die Spieler arbeiten jetzt mit der Wahrheit und nicht mehr mit der Illusion. Und die Wahrheit dringt jetzt immer mehr in der Illusion durch. Mhm. Mhm. Und jetzt fangen die Menschen an, diese Wahrheit immer mehr zu fressen. Der eine unwillig, ja, weil er eigentlich in der alten Welt bleiben will, aber er kriegt trotzdem mit. Er muss, ja, muss nicht, aber es ist schon... Na, jemand, der verstockt ist, der einfach an alten Sachen festhalten will, weißt du, wie das ist. Er muss immer stärker festhalten. Ja. Genau, aber er merkt schon, da stimmt was nicht. Ja. Er ist mit sich selber im Widerspruch. Mhm. Nach außen gibt das nicht zu, aber innen ist es schon so. Da gibt es viel mehr, als wir glauben zu sehen. Ja, glaube ich auch. Das ist meine Sichtweise. Aber es gibt auch immer noch die, die immer noch nicht, die essen, aber die wissen gar nicht, was sie essen. Ja, schön ausgedrückt. Die essen Wahrheit und Illusion genauso in sich rein, konsumieren das geistig und kommen einfach nicht weiter, bleiben dann in ihrem Hamsterrad. Vielleicht gibt es sogar Menschen, die so weit gehen, dass sie ihren physischen Körper aufgeben, nur in dem Narrativ, ja, die haben doch gesagt, ich soll das machen, das wird schon das Beste sein. Mhm. Gibt es solche psychologischen Tricks, wo du Menschen so weit und definitiv, ja. Wo der sagt, okay, ich habe verstanden, ich muss mich opfern für die Welt. Mhm, also, klar. Mhm. So. Aber das ist natürlich ganz verschwindend im prozentualen Bereich. Aber auch dieses Spektrum gibt es. Ja, so ist es. So, also nehmen wir jetzt weiter meine These und ich sage, die Wahrheit setzt sich immer mehr durch. Die Spieler, die dort die Fäden halten, ziehen das durch, dann wird damit Folgendes erreicht. Du machst dadurch den Menschen wieder souverän. Du zwingst ihn nicht, indem du sagst, ja, ich mache immer etwas schlechter und schlechter und schlechter und dann komme ich als der Erlöser, ja? Sondern sie lassen die Wahrheit zu, dass die Wahrheit durchgesäuft und wir Menschen müssen aus eigener Kraft die Souveränität erkennen, dass wir sagen, Moment, so geht's nicht. Schluss. Ich verneine das System. Ich begreife die Dinge. Und das dauert natürlich. Und das dauert. Ja. Und das hat seine Zeit. Welche Zeit es braucht, kann ich dir nicht sagen. Aber dass irgendwann das Militär kommt und uns befreit, oder ein Trump kommt und uns befreit, oder ein Q oder ein Chef oder was auch immer. Wer auch immer. Ja. Höchste Gefahr, nach meiner Denkweise. Weil es ist nicht... höchste Gefahr. Nicht gesagt, dass ich richtig liegen muss, aber höchste Gefahr aus der Perspektive, wie ich die beiden Thesen jetzt gerade erklärt habe. Ja? Weil da natürlich viele Menschen sich fallen lassen und sagen, ach Gott sei Dank, endlich raus aus diesem Schwachsinn. Müssen sie selber nichts mehr tun. Und auch dann entsprechend kommen sie nicht in irgendeine Souveränität. So ist es.